Neben mir steht der Kapitän der Sozpets, Michi Gruber. Michi, ihr habt heute gegen den Turnierfavoriten verloren, leider. Wieso hat es nicht gereicht fürs Halbfinale? Ja, es hat nicht gereicht, weil wir heute einfach keinen Zugriff aufs Spiel bekommen haben. Wir sind nur hinterhergelaufen. Aber im Großen und Ganzen können wir mit dem 2-0 echt zufrieden sein. Wir haben uns gut geschlagen, gut gekämpft und ja, damit glaube ich, können wir echt gut leben. Ihr habt ja gegen den Turnierfavoriten gespielt. Ist die Enttäuschung jetzt groß oder seid ihr glücklich, über, dass es nur 2-0 ausgegangen ist im Endeffekt? Ja, also uns war vor dem Spiel schon klar, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben heute, dass es wirklich sehr, sehr schwierig wird. Und ja, wir wollten einfach versuchen, möglichst gut gegenzuhalten und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen soweit. Ihr seid jetzt dieses Jahr beim Presi Cup bis ins Viertelfinale gekommen. Seid ihr insgesamt mit dem Turnier zufrieden? Seid ihr mit eurer Leistung zufrieden? Das auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, ich bin sehr froh, weil für mich war es der letzte Presi Cup und ich hatte das große Ziel, endlich mal die Vorrunde überstehen. Und ja, das hat geklappt und ein großes Respekt und großen Respekt für unsere Fans auch, die einfach bei jedem Spiel hier richtig Rabatz gemacht haben. Und das ist einfach toll. Dankeschön. Ja. Danke auch. Damit verabschieden wir uns vom Seilkreuz. Alles Weitere findet ihr wie immer auf presicup.de.